Planetensaal. Sternstunde der Architektur. Höhepunkt der Prunkräume ist der 1685 fertiggestellte Planetensaal, der seinen Namen dem Gemäldezyklus des Hofmalers Hans Adam Weißenkircher verdankt. Mit seinem vielschichtigen Bildungsprogramm, zum Ruhme der Familie Eckenberg verschmilzt, gehört er zu den beeindruckendsten Raumkunstwerken des frühen Barock in Mitteleuropa. An dem Planetensaal schließt sich ein Kreis von 24 Prunkräumen mit über 500 Deckengemälden. Darin erscheint ein ganzer Katalog von vorbildlichen Taten aus allen Epochen der Geschichte. Antike Helden Griechenlands und Roms, biblische Könige und Feldherren, Gestalten der christlichen Reiche. Sie alle führen fürstliche und staatsbürgerliche Tugenden und Laster vor Augen und sollen Betrachtenden als Vorbild dienen.